Bei der 17-jährigen Hochschwangeren Bianca haben die Wehen eingesetzt. Da ihr Freund Steve zu dem Zeitpunkt gerade in der Arbeit war, ist sie mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus des göttlichen Heilands gebracht worden. Bis Steve da ist, soll Bianca ein gemeinsamer Freund zur Seite stehen. Ja, ich habe ihn angerufen, er ist eh schon unterwegs. Ich bin hergekommen mit dem Krankenwagen und ich bin froh, dass ein Freund von meinem Freund auf heute da ist, was mich unterstützt, bis mein Freund kommt, ja. Also ich habe ausgemalt bei mir in der Wohnung und genau wie ich fertig war, hat mich der Steve angerufen. Ja, ich soll ins Spital kommen, weil Fruchtblase und so. Also ich bin aufs WC gegangen, als ich dann rausgekommen bin, ist dann bei meinen Beinen was runtergekommen. Und ja, und dann bin ich halt nochmal aufs Klo gegangen, dann ist mir noch geronnen und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt rufe ich meine Stiefmutter an, die hat dann gesagt, ja, das ist die Blase, ist wahrscheinlich hier wieder geplatzt ein bisschen und ich muss in den Krankenwagen. Dann habe ich den Krankenwagen angerufen. Jetzt liege ich hier. Und der Steve hat gesagt, er kommt dann halt nach und so, weil er ist noch in der Arbeit und es geht sich nicht ganz aus und ich soll halt der Bibi so schnell wie möglich beistehen, halt bis er kommt. Ich hatte heute schon Wehen gehabt, in Abständen von 10 Minuten. Jetzt habe ich es nicht mehr, aber jetzt kommt es wieder. Schon langsam, glaube ich. Ja. Ich bin sehr gut aufgeregt. Was ist das? Ja. Du bist mehr aufgeregt als ich. Ja. Auch Steve ist aufgeregt, denn er wäre gerne von Anfang an Biancas Seite gewesen. Endlich erreicht auch er die Geburtsstation. Aber glaubst du, das heute passiert? Ich hoffe es, dass mein Baby heute kommt. Oh, nicht, dass es eine Fehlwarnung war, aber ich glaube schon. Oh ja. Ja. Hallo. Na, wie geht's? Gut. So eine scheiß Straßenbahn. Na, Alter. Scheiß Menschen, wirklich. Sie gehen nicht bis aufs Blut. Und was ist jetzt? Schmerzen. Blasen ist abplatzt, da. Das weiß man nicht, wie es mal dreht. Wissen wir nicht. Schauen wir mal, warten auf die Hebamme. Aber es ringt. Ja, genau. Und die geht's gerade so. Dann ist sicher die Fruchtblase. Ich glaube, ich mich ein bisschen. Fertig. Ich habe halt Hunger. Oh, du immer. Schon langsam kommen, ha? Ist schon langsam kommen. Kommt der eh schon? Ja. Heute noch. Servus, Marius. Geht's da? Auf dich hinsetzen? Na, bleib sitzen. Geht's da? Alles gut? Ja, ja. Stress. Ja. Bist du recht von der Arbeit? Ah, ich bin froh, dass du dich gehen lassen kannst. Hast dich gehen lassen gleich? Na, Bus fahrt man davon, U-Bahn fahrt man davon und scheiß Straßenbahn. Und das soll es nicht heiß werden. Super. Ja, danke, dass du auch rechtzeitig gekommen bist. Kein Problem. Der war. Ich bin nervös als du. Das ist schneller, alle da, aber ich nicht, verstehst du? Er war, ja. Der Letzte. Er war der Erste da, ich war auch. Ich weiß nicht, dass er der Erste ist. Er hat einen kürzeren Weg als ich. Ja, er hat auch einen kürzeren Weg als ich. Obwohl Auto, obwohl ich mit dem Krankenwagen. Das ist so cool, oh cool. Da, die ganze Zeit, oh cool. Ich war so aufgeregt. Ich bin schon sehr aufgeregt, was die Hebamme sagt und ja. Sie soll nur was Gutes sagen. Oh ja. Sandra interessiert nicht. Im Krankenhaus des göttlichen Heilands erreicht nun auch Biancas Hebamme Judith die Geburtsstation. Sie wurde in ihrem Bereitschaftsdienst von Bianca verständigt und hat sich gleich auf den Weg gemacht. Doch ist es bei Bianca auch wirklich schon soweit? Ja, hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Servus, Judith. Grüß dich. Hallo. Ja, du, wie geht's dir denn? Ja, gut. Schmerzen. Schmerzen hast du schon. Die Fruchtblase ist platt. Wann ist die geplatzt? Wissen wir nicht. Das muss sein. Also, sollst du das verschüttet haben oder was? Ja, glaube ich halt. Aber ja, jetzt will ich ganz sicher sein. Ja, das schauen wir uns an. Weißt du was? Mach mal. Gib mal einen Kreislauf rein und dann schauen wir mal nach, eben ob die Fruchtblase wirklich geplatzt ist und ob sich schon was getan hat am Muttermund. Okay. Okay? Gut. Genau. Langsam. In mir drin geht es naja, drunter und drüber, kann man sagen. Also ich habe Urangst, aber auch irgendwie nicht und aufgeregt. Es ist alles. Nein, wirklich.
Das habe ich noch nie gehabt, so ein Gefühl. Und den Druck spürst du auch schon ein bisschen nach unten. Also nicht nur nach hinten im Kreuz und vorne beim Schambein. Wie sie gesagt hat, sie zieht so von hinten nach vor und runter. Ja. Und ich habe halt jedes Mal aufstehen, so da unten den Druck im Intimbereich, sagen wir so jetzt. Ja. Es sind Glücksgefühle, da Angstgefühle, aber auch da. Und ja, das kann man nicht beschreiben. Es ist irgendwie so, weiß nicht. Aufgeregt. Ja. Ganz locker Popo fallen lassen. Probier den Popo unten lassen. Oh. Ist gleich vorbei. Lass er mal fallen, den Popo. Kannst du mal Fäuste machen unter dem Popo? Zwei Fäuste und draufsetzen. So. Mhm. Die Beine. Und noch einmal die Beine auseinander. Der Mund ist ein bisschen offen für meine Fingerkuppe. Kopferl ist schön unten und das Kopferl ist auch jetzt fest dran am Muttermund. Also viel Fruchtwasser wird jetzt nicht mehr kommen. Und jetzt warten wir halt, bis wieder diese Kontraktionen oder Wehen kommen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, so eine Geburt kann nun mal mehrere Stunden dauern. Aber zumindest hat Bianca ihren Freund an ihrer Seite. Es ist sehr wichtig, dass der Steve da ist. Oh. Wenn er nicht da wäre, der hätte er schon wahrscheinlich gekriegt von mir. Nein, es ist mir schon wichtig. Ja, du musst mich da unterstützen. Und das heißt, es kann heute auch kommen? Müssen wir schauen, wie die Wehen sich entwickeln. Ja? Also einstweilen so, dass man sagt, gleich in ein paar Stunden, glaube ich nicht, dass sie kommen wird, die Prinzessin. Also da brauchen wir einfach Wehen dazu. Ja? Und richtig starke Wehen, dass du sagst, okay, muss ich schon mitatmen und ich spüre stark nach unten drücken und so. Also das muss noch werden. Mhm. Naja. Das aber kann die ganze Nacht dauern. Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Muss man schauen. Es ist die Situation gerade so, dass die Bianca schon ein bisschen Wehen hatte. Deswegen scheint sich die Blase auch gesprungen. Und jetzt einmal durch die Aufregung sind die Wehen wieder weg. Das kommt oft so vor und wenn sie jetzt dann zur Ruhe kommt und vielleicht sich hinlegt und ja, ausruht, kommen die Wehen dann schon von alleine. Wenn dem nicht so ist, dann werden wir morgen wahrscheinlich die Geburt einleiten. Allerspätestens nach 24 Stunden werden wir das machen. Mit einem Wehencocktail oder einem Wehenzäpfchen werden wir schauen, wie es weitergeht bis dahin. Ob sich die Geburt sowieso von alleine losgeht. Jetzt geht es mir sehr gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was los ist. Ich hoffe, dass doch die Wehen noch einsetzen. Dass die, ja, und wenn nicht, dann ja, müssen wir es halt künstlich machen. Wir erwarten, was da kommt. Schauen wir, wie die Prinzessin und wann die Prinzessin starten möchte und zu uns kommen möchte. Werden wir sehen. Neuer Tag. Da Biancas Fruchtblase nun bereits vor einigen Stunden geplatzt ist, wurde die Geburt eingeleitet, sonst wäre das Kind in Gefahr. Ein großer Tag für das junge Paar. Und auch Steves bester Freund steht den beiden immer noch zur Seite. Irgendwie hat sich Bianca das alles einfacher vorgestellt. Also mir tut es ehrlich gesagt auch selber weh, wie sie schreit und so. Es tut mir schon weh. Jetzt alle 3 bis 4 Minuten, die sind regelmäßige Wehen und die Bianca atmet ganz gut. Alles, was zählt, ist, dass ich da bin und
ihr beistehe. Ansonsten, ob ich jetzt müde bin oder irgendwas, das interessiert mich jetzt gar nicht. Das Krankenhaus des göttlichen Heilands in Wien 17. Seit mehreren Stunden liegt die 17-jährige Bianca hier in den Wehen. Doch Bianca ist nicht zum ersten Mal schwanger. Bereits im zarten Alter von nur 15 Jahren hatte sie eine Abtreibung. Diesmal hat sie sich für das Kind entschieden. Und jetzt? Geht's, Schatz? Bald jetzt vorbei sein. Ich hab so Schmerz. Kopf nach vorne, Tiffany. Genau, sehr gut. Super. Und weiter. So. Es wird nicht lang dauern. Jetzt sind wir bei der Austreibungsperiode, das heißt bei der Pressphase, halbe Stunde, 40 Minuten, je nachdem, wie sie das mitmachen würde. Vielleicht drehen wir jetzt am Rücken. Am Rücken drehen, ganz normal am Rücken drehen. Bianca. So schwer. Ja, dann drück doch unten, genau da. Kopf nach vorne packen. Genau, da, mach Platz fürs Baby. Nein, Beine selber halten, Bianca. Oh, von hier. Was? Nein, ich kann. Hörst du jetzt da auf mit dem? Ja, was? Bianca, jetzt. Ich kann nicht mehr. Die brauchen auch nicht mehr lang. Ja, wenn du das machst, dann. Mit jeder Wehe mehr und mehr vom Kopf sehen können. Ja, komm. Kopf nach vorne. Und da. Luft holen, anhalten und nach unten drücken. Länger. Super, super. Das war sehr gut, Bianca. Weiter, Bianca, weiter. Weiter. Super, ich weiß. Super, Mann. Oh, super. Haben wir noch von der Welt? Solche Schmerzen hat Bianca zuvor noch nie erlebt. Doch Steve steht ihr brav zur Seite. Auch ein gemeinsamer Freund begleitet die beiden durch diese einmalige Erfahrung. Das Kind gesehen habe, berührend, warm ums Herz und froh, dass ihr gut geht. Ganz normale Geburt. Das war wirklich keine ganz unkomplizierte Geburt. Wenn sich das alles nochmal wiederholen wird, dann will ich trotzdem dabei sein. Es gehört einfach dazu. Es ist was Wunderbares. Und endlich ist auch für Steve der lang ersehnte Moment gekommen und er darf die Nabelschnur seiner Tochter durchschneiden.
Im Krankenhaus des göttlichen Heilands hat die 17-jährige Bianca ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Das Nächste, ist, was wir jetzt machen werden, ist, dass wir das Gewebe ablegen und abmessen können. So. Magst du mitkommen? Ja. Ich jetzt momentan bin sehr, sehr stolz auf die Bianca, dass sie das alles gemeistert hat und ein Wahnsinn halt einfach. Leider habe ich ihr die Schmerzen nicht abnehmen können, aber sie ist tapfer drüber gekommen. Dann schauen wir jetzt, wie lang sie ist. Ja, gleich. 47 cm lang. Sehr gut. Kopf werden wir jetzt abmessen. 30. Schultern. Schultern 32 cm. Schauen wir, wie schwer sie ist. Ich habe jetzt zugeschaut beim Abmessen und ich bin sehr, sehr froh, dass alles in Ordnung ist und ein Stein vom Herzen gefallen ist. Ja. 2 Kilo, 310 Gramm. Ich bin sehr stolz auf den Steve, dass er bei mir geblieben ist und dass er das alles überstanden hat mit mir. Der Steve hat mitgelitten, mitgemacht. Er war für sie wirklich da. Und während Steve immer tiefer in die Rolle des stolzen Vaters eintaucht, ist Bianca noch in einer ganz anderen Welt. Ich realisiere es noch immer nicht, dass ich die Mama bin. Auch wenn sie schon da gelegen ist. Aber ich weiß nicht, das dauert jetzt, weil ich so müde bin. Sie ist 2 Kilo 310 Gramm schwer, 47 cm lang und sie hat Nummer 19 bekommen. Mein Geburtsdatum. Ich werde jetzt mit ihm ins Kinderzimmer gehen und wir kommen dann wieder. Ja? Endlich hat die 17-jährige Bianca das, was sie sich immer gewünscht hat, ein Kind. Und die Geburt hat das junge Paar noch stärker zusammengeschweißt. Durch das wir das gemeinsam durchgestanden haben, ist die Liebe zum Steve ist noch mehr gewachsen. Das verbindet uns einfach viel mehr, als was vorher war. Im Krankenhaus des göttlichen Heilands packen die frisch gebackene Jungmutter Bianca und ihr Freund Steve ihre Sachen für die Heimreise. Das normale Alltagsleben mit Kind kann also bald beginnen. Ist gemütlich heim, ne? Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja, die kleine Dinge auch. Ah, die schwimmt da drinnen in den Sachen. Ich halte sie immer aus. Ich auch nicht. So Wahnsinn. Ja. Ganze Zeit, ganze Woche, ganze Krankenhaus mehr sehen. Das ist so Wahnsinn. Ich bin sehr froh, dass ich endlich nach Hause darf. Oh, Gott sei Dank. Ein Tag länger da im Spital hätte ich es nicht mehr ausgehalten, weil ich sich hinten auszuckt. Immer hin und her fahren und nicht schlafen können. Nicht weiß, wie es ihr geht oder. Nur, ja, das ist halt, Gott sei Dank einfach eben, dass wir heimgehen dürfen. Ziehen wir dich an, dann gehen wir. Ja, voilà. Na, musst du dich auch noch anziehen. Ah ja, voll. Gut. Es ist urkomisch, von einem Tag hast du kein Kind und dann auf den anderen Tag hast du ein Kind vor einmal. Ich kann kaum schlafen, wenn sie sich bewegt, dann bin ich sofort munter und da muss ich immer schauen, ob sie eh gut geht und dann, ja, aber es ist Wahnsinn. Ja, es ist ein wunderschönes Gefühl. Ah, die tunzelt da rein. Ja, gib her. Gib's mal. Gleich, Schätze, gleich. Ich hoffe, das ist weiter. Danke. Ja, Schätze. Geht schon weiter. Ja. Es geht schon weiter. Es geht schon weiter. Schau. Hände weg. Hände weg. Hände weg. Schau, da ist. Ich habe noch nie so zärtlich und so liebensvoll und leidenschaftlich gesehen wie bei der Kleinen. Der ist so, er geht so liebevoll mit ihr um. Die Haare sind von mir, die Augen sind von mir und das Gesicht ist von der Mama. Kannst du kurz aufstehen, bitte? Sie, bitte. Dann kann ich das zusammenpacken. Hm? Ich zusammenpacken. Ich gebe jetzt die Pumpe auch rein. Ja, gib sie in die Tasche rein. Ja. Die Tasche darf ich jetzt aber nicht mehr tragen. Ja, na, die trage ich. Alles Schwere trage ich. Und da wir daheim sind, muss ich dann sofort wieder pumpen. Das ist ein Wahnsinn. Also, das Gefühl ist einfach schön nur. Wenn man das Kind in der Hand hat, füttert, sieht, wie es trinkt, dass es ihr gut geht. Das ist schon ein
ergreifendes Gefühl. Ich sage jetzt alles zusammenpackt und jetzt nur mal noch, dass ich mich umziehe. Dann können wir schon gehen. Von Anblick meines Kindes jetzt, da vergesse ich die erste Abtreibung nicht. Ich denke mir schon auch ab und zu, jetzt, was wäre es geworden, wie schön, wie hätte es ausgeschaut. Es wäre jetzt 2 Jahre alt sogar, hätte ein Geschwisterchen, aber so eigentlich, ich vergesse schon eigentlich. Ich bin stolz, dass ich sie habe, ich liebe sie über alles. Wirklich, sie ist das Beste, was jetzt je passiert ist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist.